Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zusammen mit SpoGamer. Moin. Der liebe PoGamer ist hier gerade auf einer Minecraft Island Insel dabei. Und ja, wir werden hier heute bisschen Minecraft auf dieser Insel zocken. Und an alle Leute, die hier den ersten Teil noch nicht gesehen haben, ich kann euch nur sagen, der Sinn dieses Projekts ist es nicht, dass man den Enderdrachen besiegt, sondern der Sinn dieses Projekts ist es, eine möglichst schöne Insel hier rauszumachen. Und dieses Projekt wird auch so lange gehen, wie ich Bock habe, quasi, also eigentlich für immer. So, wenn ich mal keinen Bock habe, dann lasse ich die Welt mal ruhen. Und wenn ich da mal wieder Bock habe, dann werde ich sie mal wieder weiterzocken. Und ja, wir versuchen hier eine schöne Insel aufzubauen. Das heißt, ich habe hier vorher auch mein Essen gebraten mit Holz, was draufgehen musste, weil wir ja keine Kohle gefunden haben im letzten Part. Und wir werden uns jetzt in unser Loch weiter reinbuddeln. Da, wo wir letztes Mal uns auch reingebuddelt haben. Nur das einzige Problem dabei ist, wir sehen halt fast... Oh, hallo Spinne. Oh, was? Auf einmal geht die auf mich los. Auf einmal. Auf einmal? Geil. Oh, ich habe 3 Fäden. Okay, das könnte hilfreich sein. Schweini, komm mal kurz her. Du bist Essen für mich. Junge, wie habe ich jetzt schon irgendwie richtig viele Hungerkeulen verloren? Ich habe bisher nur ein halbes verloren. wir bauen mal kurz diesen Baum hier ab und werden unser Haus mal kurz hier noch ein kleines Dach bereiten und wir werden uns eine Kiste craften. Ich weiß nicht, ich glaube 8 kostet das, oder? 8 Holz? Als ob dieser Baum nur einen Block an Stamm hatte. Digga, das ist der kleinste Baum, den ich jemals in Minecraft gesehen habe, ohne Scheiß. Dieser Baum, einfach einen Stamm hatte der. Nee, ohne Scheiß, das ist der kleinste Baum, den ich auf der Welt gesehen habe. Hier ist Stein. Wir craften uns jetzt erstmal eine kleine Truhe, in der wir unsere Sachen, die wir gerade nicht brauchen, reinlagern werden. Das hier brauchen wir eigentlich auch nicht. Das hier ich meine eigene craften oder soll ich mit in meine Sachen da reinlegen? Bitte crafte dir eine eigene, sonst weiß ich nicht mehr, was dir gehört und was mir gehört. Ja, okay, mache ich. Ich habe gerade nur ein bisschen Stein. Genau. Und die Schatzkarte wollte ich in der heutigen Folge auch noch looten. Aber das machen wir erst später. Das Wichtigste ist jetzt, glaube ich, eigentlich Kohle zu finden. Das wäre sehr wichtig. Nur wir sehen fast nichts hier drin. Was jetzt nicht so praktisch ist. Hast du Essen vielleicht für mich? Essen, ein bisschen was habe ich, ja, also ich habe viel gebratenes Hammelfleisch. Hammel? Ach, ich schaffe diesen Schwertsprung nicht, mir das ist scheißegal. Wo bist du denn? Hinter dir, im Haus. Oh, okay. Ich habe hier ein gebratenes Hühnchen. Tschüss. Danke. Nee, ich kann dir noch ein bisschen was von meinem Rammelfleisch geben. Reicht, ich habe selber aber nur noch 2. Also ohne Kohle geht hier nichts weiter. Das ist jetzt eigentlich relativ wichtig, jetzt hier Kohle zu finden. So. Ja. Mal gucken, ob wir sortieren, ne? Hier vielleicht auch mal Eisen oder so finden, damit wir schneller abbauen könnten. Das wäre echt hilfreich. So, und hier soll, noch. Soll ich mich um Sand fürs Haus kümmern? Warum um Sand?
gesagt, soll ich mich um den Bau des Hauses kümmern? Ja, das wäre relativ nett eigentlich. Genau. Also, sowas mache ich immer gerne. Schaut auch gerne bei Spogamer vorbei. Der lädt hier nämlich auf seinen Kanal auch ein Video dafür hoch. Dann könnt ihr auch mal seine Perspektive sehen, wenn der jetzt hier unser Haus fertig baut, beziehungsweise weiterbaut, nicht fertig. Dann könnt ihr auch sehen, wie er das Ganze gemacht hat. Craft für uns erstmal ein Boot. Ich könnte auch so ein Wieder. Digga, hier ist keine Kohle. Willst du mich verarschen? Hier. Oder soll ich erstmal so ein Weg bauen? Das könntest du auch machen. Erstmal weiß ich, was ich mache. Das ist jetzt Vorrang. Ja, hier ist. Was? Hier ist ja wirklich no joke keine Kohle. Keine Kohle. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar schlauer wäre, jetzt das hier noch abzubauen schnell und dann ins Festland zu gehen. Denn dort hinten haben wir unser Festland. Übrigens, bei uns ist ein Wanderer, der den größten Schmutz für Smaragde verkauft. Ja, Wandering Trader, den hasse ich. Wirklich. Was bietest du denn an? Eine Blume für einen Emerald. Nochmal eine Blume für einen Emerald. Drei Emeralds für einen Kaktus. Ein Emerald für ein Gunpowder, Alter. Ja, jetzt töte ich schnell einen Creeper und dann habe ich's. Dann farm ich doch keinen Emerald. Ist so. Stimmt, Spogamer, hast du dir schon ein Bett gecraftet? Nee, habe ich noch nicht. Ich hab Schafsjagd. Warte, dann. Nee, ich habe hier 5 Wolle. Ah, perfekt. Deswegen habe ich ja gerade gefragt, ob du dir eins gecraftet hast oder nicht. Sonst hätte ich dir noch. Warte da mal, das noch mal kurz weg. Akku. Warte, nee. Warte, lass mal das hier kurz da, damit ich das Bett drauf packen kann. So. Ich sehe, das ist mein Spawnpunkt. So. Ja. Passt. Und dann gehe ich ein bisschen Holz farmen. Nee, jo. Und ich würde sagen, Leute, wir suchen jetzt erstmal kurz die Schatzkarte, die ist eh auf unserer Insel hier. Das ist praktisch. Wirklich? Geil. Jo, die ist hier auf der Insel. Hier hinten. Sollte die sein. Und zwar genau hier. Da wird wieder Nacht. Das Ding ist ohne Schaufel. Warum hat den Wanderer geschlagen oder warum war der gerade unsichtbar? Nein. Thomas, so nein, das würde ich doch nicht machen. Ich habe ihn halt wirklich nicht geschlagen. Achso, weil es ist eigentlich so, immer wenn man den Wanderer schlägt, wird er unsichtbar. Ja, wahrscheinlich von so einem Trident-Typen oder so. Weil vor der Aufnahme haben wir auch jemanden mit Trident da entdeckt. Im Und jetzt sipp ich was. Ich war eine neue Erb. Ach, Digga. Mann, warum wird es mal so schnell nachts? Wirklich. Wir hatten vorher noch Sonnenaufgang. Genau am Anfang vom Video hatten wir Sonnenaufgang. Ich finde es schade, dass man auch nicht einstellen kann, wie lange es braucht, bis es Nacht wird. Ja, das ist auch. Achso, das wäre eigentlich was Cooles. Zombies? Die könnten wir für einen Notfall mal killen, damit wir das Rotten Flash aus denen bekommen. Für den Fall der Fälle, denn ich habe nur noch 2 gebratenes Hammelfleisch. Okay, ich mach mal kurz den Boden bei unserem Haus. Jetzt nur noch eines und ich kann mich auch nicht mehr heilen. Das heißt, es ist ein ziemliches Problem, Minecraft, wenn ihr uns keine Kohle gibt. Aber das werdet ihr ja sicherlich. Ihr seid ja nett. ja. Das ist doch scheiße. Ich finde nicht mal mehr den Schatz. Moin, moin. Moin, moin. Mein aktiver Spritzer. Was? Mein aktiver Spritzer. Na, hör mal, das ist ja unerhört. Was, warum? Denk dir vor, du stellst das Kind, das Video jetzt auf Kinder. Speziell für Kinder gemacht. Hä? Ich verstehe gerade nicht, was du hast. Weil. Sonst würde es ja dieses, also
wie das Ding, ja. Das würde es ja, die Kinder, ich glaube nicht, dass die verstehen. Obwohl, könntest du ja eigentlich machen, weil ich glaube nicht, dass die das verstehen. Die kleinen Kinder, die jetzt zum Beispiel YouTube Kids schauen. Oh, meine Pickaxe ist schon kaputt gegangen. Seht ihr? Oh. Ah, da hinten ist ein Skelett gespawnt. In der Höhle. Wo are you? Wo are you? Ah, da unten, ja. Da unten in der Grube. Ui, hallo. Das hat mir voll viel Schaden gemacht. Nein. 2,5 Herzen. Aber ich habe kein Essen mehr. Wir müssen das Holz jetzt zum Braten benutzen. Das ist so scheiße. Okay, cool. Hallo? Ja, also ist schon ein schweres Projekt, muss man sagen. Aber. Es ist ein bisschen schwer, ja. Ich find's auch cool, wenn es halt schwer ist. So, dann. Ja, einfach halt. Ja. Find ich nice. Guck mal, da unten ist eine Schildkröte am Strand. Oh, hallo, mein Kleiner. Schildkröten sind Ehrenmänner. Komm, ich helf dir ins Wasser. Hier. Ja. Kannst du kurz auf, dass es nicht mehr regnet, machen? Nein, hä? Ja, okay. Das wäre cheating. Du hast doch gerade auf die Nacht übersprungen. Hä? Nein! Hä, wir haben geschlafen. Was für die Nacht übersprungen? Was laberst du? Ja, genau, hä, das ist halt einfach schlafen. Du warst nicht mehr neben mir. Am Anfang vom Video hatten wir Sonnenaufgang. Ich find's Hä? Mein Papa Guy ist wieder back! Mann, wo warst du denn die ganze Zeit, du Vollidiot? Du scheiß Papagei, echt? Er hat gesagt, er hat keinen Bock, gefilmt zu werden, deswegen. Hast du? Mhm. Kann man schlafen? Nee, nur nachts. Och. Hier ist eine Kuh, die kill ich mal, oder? Nee. Das ist scheiße, dass wir keine Kohle finden, einfach. Das ich ist echt crazy. Dann gehen wir mal aufs Festland und hoffen, dass dort irgendwo eine Höhle ist. Denn da unten rumzugraben und so, das ist einfach Verschwendung dann.
Dann würde ich auch sagen, was ist das mit der heutigen Folge? Eine kleine Mining-Folge. Ich werde vielleicht mal offscreen noch versuchen, ein bisschen Kohle ranzuholen. Also nicht wundern, wenn wir im nächsten Part auch schon Kohle dann haben. Ja, dann würde ich den Part beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare rein, wie unsere Papageien heißen sollen. Und bis dahin, haut rein.